Ich dachte, das wäre eine kurze Nebenquest, aber geht nur noch weiter. Macht aber nichts, dafür kriegen wir Fähigkeitspunkte. Der eine, der hat ein krasses Auge, der Typ. Ja, der hat auch irgendwas an den Ohren. Der ist, glaube ich, nicht... So, jetzt hoch. Rette ich dem seine Männer. Ah, Slugs ist wieder am Aufnehmen. Slugs ist am Aufnehmen? Wahrscheinlich, der spielt Might and Magic 3. Immer okay, wenn er das cool spielt, dann dauert es keine zwei Tage, bis es ein Video rauskommt. Ja, klar, klar. Weißt du, was das Krasse ist? Ich hoffe, der Slugsy fühlt sich deswegen nicht genötigt, mit mir das Super Mario zu spielen. Ich habe mir das Spiel gekauft, nur um zu gucken oder nur um. Der hat es halt nicht gebacken kriegt, das aufzunehmen. Da gab es irgendwie Probleme. Und dann habe ich mal drüber geguckt, habe dem mit Shadowplane alles vertraut. Sagt, der Eingang zur Zisterne war eine Höhle über dem weißen Baum. Ich habe ihm damals auch versucht zu helfen, aber da war ich auch noch nicht so auf Shadowplay, deswegen habe ich es ihm damals noch nicht empfohlen. Wir haben es aber ohne Shadowplay auch nicht hingekriegt. Das Problem, das Komische war bei mir beziehungsweise komisch, bei mir ging's. Bei mir ging's mit OBS auch. Deswegen, ich habe halt mal drüber geguckt, ich habe mir das Spiel extra gekauft, nur um ihm zu helfen. Na gut, das kostet nur 3 Euro oder so irgendwas. Nee, das war damals im Angebot. Nein! Warum hat die nicht... Ich glaube... Die Höhle, die wir jetzt eben gesucht haben, die ist jetzt frei mit dieser Nebenmission. Ah, okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und... Jo, war er tot. Ich weiß nicht, warum es bei ihm nicht ging. Ja, wir haben jetzt manchmal mit Jan seinen Rechner irgendwelche Struggles, die andere Rechner nicht haben. Ja, das liegt auch einfach daran, dass er noch Windows 7 benutzt. Da ist der Eingang. Das hat mehr Probleme. Ah, siehst du, jetzt ist der Eingang frei. Okay. Super. Ja. Das sieht man ja beim Zeldris ist ja auch so. Der wollte ja Resident Evil 2 streamen. Das hat halt nicht geklappt und hat halt geleckt wie sonst was. Ja. Und benutzt halt auch noch Windows 7. Obwohl er eine 8 GB Grafikkarte hat, ich eine 6 GB Grafik. Und der hat wesentlich, der hat halt auf jeden Fall viel ATI, aber das ist nicht das Problem. Er hat ja auch DDR4 RAM und wir nur DDR3. Also wir weiß ich, weil du hast den gleichen Prozessor wie ich, der hat nur eine Sandy Bridge, eine Coffee Lake, keine Sandy Bridge. Und diese Mainboards, die diese Bridge haben, haben nur DDR3. Merkst. Etwas stimmt nicht. Was war das denn jetzt? Ein Massenzug aus einer großen Stadt. Das muss ein neues Wandgemälde sein, der die Vorfahren der Priesterin aus Cusco hinausführt. So, jetzt bin ich hier, wo ich hinkomme. Hier habe ich jetzt. Naja, auf jeden Fall. Ja. Ist es bei ihm irgendwas anderes? Weswegen er. Dingsbums. Weswegen er Probleme mit der Übertragung von Dingsbums hatte. So, jetzt habe ich auch die zwei Dingsbums. Okay, die zwei Dokumente. Und bin auf dem richtigen Weg. Wunderbar. So, die Misukina hat. Ist jetzt offline. Hat eben Plucktail in NOS gespielt. Da habe ich auch überlegt, den Stream runterzuladen und den als Let's Play zu machen. Seit Jahrhunderten keiner mehr. Das muss der Aber Kumpel meinte, ich soll den als speziellen Stream oben lassen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du so ein kleiner Freund von diesen... Also ich habe Plucktail Innocence echt gemocht. War ein richtig schönes Spiel. Plucktail, ja, das sagt mir irgendwas. Das könnte ein Abbild des Bauernhäusers sein. Mit diesen Ratten überall und Flucht von der Inquisition. Um seine durch die Partizianer zu verhindern. Und halt dieses ganze Hin und Her mit Dingsbums. Mit der 15-jährigen Amicia, glaube ich. 15 war sie. Ich habe da nochmal nachgeguckt. Überreste des Bauern und dem 6-jährigen Hugo. Geheimen Ort gebracht. Wir wissen, dass der Kult Gegenstände und Artefakte stiehlt und sie den Menschen vorenthält, um sie fügsam zu machen. Wir werden nicht zulassen, dass auch Manko derart entweiht wird. Super. Naja, ja, ich bin halt auch am überlegen, wie es jetzt bei mir game-technisch zukunftsmäßig so weitergeht. Weil einen neuen Rechner brauche ich für die neueren Spiele sowieso schon. Und da ist dann halt die Frage, ob ich mir vielleicht lieber auf Konsole umsteigen soll. Ja, ich hade auch immer mit Entscheidungen wie diesen. Wie gesagt, zurzeit ist ja bei mir recht leerläufig. Aber das ist einfach, weil ich einfach gerade
nicht so Bock habe und jetzt gerade irgendwie ein bisschen mehr auf mein Training fokussiert bin, wie auf die Zockerei. Hm. Und ja. Na, zocken selbst so nicht von der Masse her, sondern ich bin halt eher so am Überlegen, okay, klar, natürlich so ein zwei PC Game Setup wäre schon geil. Meistens zwei PCs, der eine streamt, der andere rechnet. Dann musst du dir sowieso eine Capture Card holen. Auf der anderen Seite, ja, ist halt die Frage, kann ich mir dann eigentlich auch eine PlayStation ohne Capture Card holen? Das gleiche in grün. Ja, das Ding ist halt gerade, worauf ich halt, ja, aufs Let's Playen an sich habe ich schon Bock, aber die ganze Nachbereitung ist halt, Nachbearbeitung, die geht mir halt ja, bisschen. Aber wie gesagt, da sage ich dir das gleiche wie den anderen, die alles nacheinander, seid ihr selbst dran schuld. So ist es. Den Aufwand musst du dir nicht machen. Ja gut, aber ich will ja keine Rohdatei von 40 GB hochladen. Das ist ja irgendwie... Ja, dann sagt dein Streamprogramm, dass du einfach... Dann hast du wahrscheinlich eine zu hohe Bittiefe drin. Fertig. Es gibt eine Tabelle, wo YouTube reinschreibt, was für eine Bittiefe die Videodateien für die Qualität brauchen und fertig. Wenn du dich daran hältst, werden die Dateien nicht so groß. Mankos, je nachdem, was du benutzt. Das sieht verdächtig aus. Gut, also mit einem Lossless-Codec werden die Videos ja... Ja, aber das... Wie gesagt... 100 GB groß, und du kannst ja keine 100 GB hochladen. Egal, also selbst wenn du die Einstellungen, die YouTube vorgibt... Ich weiß das. Das Problem ist allerdings bei, nur... Bei DxStory reinschmeißt und aber mit dem Lossless-Codec aufnimmst, hat das Video am Ende trotzdem 100 GB. Nimm den MKV-Codierer oder beziehungsweise... Kann gleich nochmal, weiß. Ich speichere jetzt mal ab und dann gucken wir mal ganz kurz, wie das bei mir mit OBS gespeichert ist. Ja, solange hole ich mal meine Kohlen, bis gleich. So, gucken wir da ganz kurz drüber. Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach. Jetzt beende ich Shadow of the Tomb Raider ganz kurz. Wie das bei DxStory ist, weiß ich halt nicht. Ich weiß nur, dass OBS ist zwar gratis, aber das hat so viele Bausteine, wo ich einfach sagen muss halt, was anderes brauchst du halt nicht. So, wo haben wir es denn hier? Nein, nicht Steam, OBS Studio. So. Gut. Wobei man ja sagen muss, dass Shadow Player schon recht gut runterkomprimiert, aber ich muss mal gucken, habe ich noch irgendwo so ein Rohpart rumliegen? Warte mal. Also, hierbei, das hast du ja bei OBS hier zum Beispiel auch, Ausgabe bei mir, Qualität, Regulierungsmethode ist halt CBR. Das bedeutet, im Stream habe ich eine Bitrate von 9,5 Megabyte. Das reicht aus. Da bin ich im hohen 1080er Bereich. Mehr brauchst du nicht. Alles andere ist Quatsch. Das ist sehr hoch. Ja, also 9,5 finde ich sehr hoch. Ja, das ist halt für 1080p brauchst du 4,5 bis 9K Bit. Und 1440p sind 9 bis 18.000 und für 4K brauchst du halt 20 bis 51K. Hier bei der Bitrate, bei der Übertragung, kann ich ungefähr bis 27K Bit hochgehen, weil dann habe ich mein Upload komplett hochgesetzt. Bei der Aufnahme ist es halt so, wenn ich aufnehme, Aufnahmeformat MKV, das bedeutet, du benutzt auch das gleiche Format wie YouTube, sprich YouTube hat bei der Verarbeitung da viel, viel weniger oder verarbeitet da nicht ganz so viel. Also alles, diese ganzen anderen Sachen sind halt ganz nett, aber MKV-Muxer ist an sich ganz gut, weil den auch YouTube benutzt. Qualität, Regulierungsmethode, klar kannst du verlustfrei machen, aber du siehst da halt nichts. Bei verlustfrei kannst du zum Beispiel keine Bitrate aufsetzen. Deswegen nimm die CBR-Version, Bitrate bei der Aufnahme 12.000, bei 1080p ist es mehr als genug. Alles andere ist halt, es ist wie ein Bild, was du dreimal malst, übereinander legst und dann einen Rahmen steckst. Du siehst das oberste und die zwei unteren sind halt da, aber sieht halt keiner. So ist es einfach. Beim Streaming halt auch. Codierer musst halt immer gucken, da gibt es drei Stück. Da gibt es den X264er, den benutzt, damit hast du dann zum Beispiel eine ganz hohe CPU-Lastung.
Das machst du, wenn du zum Beispiel irgendwelche Grafikkarten hast, so No-Name-Grafikkarten oder so, ja. Dann gibt es halt zweimal den Nvidia-Codierer, den alten und den neuen. Ob der neue bei mir wirklich greift, also der benutzen, der funktioniert, aber ob der irgendeinen Unterschied macht, weiß ich nicht, weil die neuen eher, glaube ich, auf die RTX-Grafik aufbauen, aber der Nvidia H264er Codierer, das sind die Standard-Dinger und Nvidia hat es jetzt mittlerweile freigegeben, schon vor längerer Zeit, auch mit Shadowplay dann. Das bedeutet, OBS zieht das Videosignal direkt vom Grafikchip. Das kannst du bei ATI auch machen, das musst du dann halt aktivieren und kannst den Codierer dann dementsprechend, bei ATI heißt es halt anders da. So, und deswegen kann ich zum Beispiel auch manche Sachen einfach besser aufnehmen, als wenn du dich halt damit beschäftigst. Ist das also bei Video, wie gesagt, kannst du hier Aufgabe einwandeln, Na gut, aber das ist halt das ich nehme ja Wichtige. mit OBS gar nichts auf, deswegen. OBS hat die gleichen Funktionen wie alle anderen, nur dass es ein komplettes Studio ist und du in meinen Augen sogar mehr Dingsbums, wie heißt es, mehr Optionen hast als mit den gekauften Sachen. Auch, ich weiß halt nicht, wann du die X-Tory gekauft hast, aber OBS hat sich mittlerweile so stark abgewandelt, dass ich sagen muss, es hat von den ganzen anderen Aufnahmeprogrammen muss es sich nicht verstecken. Gar nicht, überhaupt nicht. Weil es einfach so ist. Okay. Die benutzen alle den gleichen Codierer. Qualitätseinstellungen sind Einstellungssachen. Das hat mit dem Aufnahmegedöns nichts zu tun. Und manche verkaufen sich, versuchen es halt zu verkaufen. OBS, sag mal so, mit einem Plugin kannst du es sogar so machen, dass OBS mit IPs arbeitet, dass du zum Beispiel sagst, okay, OBS, greif auf die Capture Card zu und nimm das Signal von dem Rechner. Klingt jetzt blöd, ich habe mir den Artikel durchgelesen, so macht das auch Gronkh. Deswegen kann der auch super Spiele wunderbar spielen. Der hat einen Game-Rechner, der kann seine Leistung zu 100% aufs Game aussetzen. Und alles andere macht zum Beispiel ein Stream-Rechner und über eine Capture-Karte sind die miteinander verbunden. Auf dem PC Nummer 2 läuft OBS und kriegt das Signal von Rechner 1. Da brauchst du eigentlich nur ein Plugin dazu, machst ein paar IP-Einstellungen, soweit ich das weiß. Und beide Rechner müssen eine Capture-Karte haben im PCI-Slot. Fertig. Er hat sogar mal verraten, was für ein Setup er hat. Okay. Den Link habe ich auch mal in meinem Channel mal verteilt, weil ich das geil fand und dementsprechend habe ich mich mal in die Materie reingelesen. Natürlich, die Capture Cards sind halt schon teuer, aber wenn du halt gute Qualität willst, solltest du das halt schon nehmen. Dann holst du dir noch eine HDMI-Box, so ein Switcher oder so und dann kannst du dann auch sämtliche HDMI-Konsolen da einbinden. Und dann hast du den Käse gegessen. So, jetzt muss ich nur gucken, wo lang. Hier lang muss ich. So, hier hat's gespeichert. Das ist okay. Ja. Das Wissen habe ich mir in der letzten Zeit angeeignet. Das ist halt schon mal etwas weiter, als es die meisten machen. Klingt jetzt hart, ist aber so. Und deswegen kann ich aus meinem System schon rausholen, was geht. Mankos Ruhestätte. Das sieht verdächtig aus. Das hat mich jetzt erschreckt. Mankos Überreste erreichen. Ja, super. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass die Brücke unter mir zusammenbricht. Jo. So, hier gibt es noch ein Wandgemälde. Ich muss gleich mal gucken, wo ich hier gerade bin. Sieht aus wie eine Totenprozession. Der Ach Orden da, versteckt okay. Manko vor dem Kult von Kukulkan. Alles klar. Ich bin hier. Hier gibt's was. Und was gibt's hier? Komme ich hier raus? Nee, aber ich wette. Ah, ich weiß, ich glaube, ich weiß, was abgeht.
Wenn ich das einsetze, dann wird hier, kommt hier Wasser raus, nehme ich an. Und dann muss ich da durchschwimmen. Yep. Scheiße, nein. Doch, 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 doch. Doch, Lara, so ist das. Und jetzt kannst du auch die Überreste erreichen. Muss nur durchschwimmen. Nee, das musst du öfters machen, okay. Aber nimm diese Dinger mit. Begräbnispuppen, Töpferware und Kleidung wurden den Toten beigegeben. Das hier war mehr als ein Versteck. Der Orden hat eine Krypta gebaut. Ist ja cool. Meinst du den Tempel hier gerade? Oder was meinst du? Der Tempel sieht auf jeden Fall. Also ich mag die. Ich stehe halt einfach auch auf. Ich stehe halt einfach auch auf Archäologie. Ich finde es. Ich gucke mir auch so gerne auf National Geographic oder History einfach so gerne so Archäologensendungen an. Ich finde es extrem nice. Also. Ich mag das schon, ja. Das ist, ich finde, so wie das Stöbern in früheren Zeiten, das ist eh voll mein Ding. Ich bin so wirklich so ein Hängengebliebener auf alten Zeiten. Okay. Meine Mutter hat mir früher immer gesagt, früher war fast alles schöner. Ich habe nie verstanden, was meine Mutter meint, aber heute verstehe ich, was sie damit meint. Das ist schon richtig. Also ja, das ist normal. Gerade wenn man dann so weit zurückgeht, ist einfach mega beeindruckend, ja, wie weit die Menschen damals schon waren. Das ist halt einfach unglaublich. Das ist halt wirklich. Ich finde es halt ganz gut, dass meine Oma, was das angeht, so ein bisschen. Nein! Na gut. Dass meine Oma diesbezüglich ein bisschen moderner ist. Zum Beispiel der Freund von meiner Mutter, den kannst du, was PC-Sachen und so angeht, kannst du eigentlich echt vergessen. Weil alles, was nicht. Für ihn sind Bücher super und PC und Videospiele und allem drum und dran nicht. Aber Fernsehen ist okay. Meine Mutter hat das auch so ein bisschen übernommen. Finde ich eigentlich total Quatsch, weil im Endeffekt ist es nur Medium. Du kannst nicht sagen, das eine Medium ist scheiße, das andere ist nicht scheiße. Es kommt darauf an, mit was du dich füllst. Ja, meine Oma sagt zum Beispiel, ja, wenn der Sascha halt nur 2 Stunden ein Videospiel spielt, muss es nicht schlecht sein, sondern es kann auch ein schönes Spiel sein. Ich kann mir auch 2 Stunden ein Buch angucken oder 3 Stunden, die irgendwie doof sind. Dann ist es das Gleiche, zum Beispiel, ja. Und bei meiner Mutter ist es halt so, PC gleich Scheißdreck und Bücher und Zeitungen und Fernsehen nett. Da denke ich mir so, ja, nein, ich kann mir auch 4 Stunden RTL angucken. Das ist genauso ein Dreck wie, als würde ich, was weiß ich, irgendwie sinnlose Ballerspiele spielen. Da gibt es keinen Unterschied. Im Fernsehen kommt ja auch leider sehr viel Scheiße, also. Ja, ist halt so. Da musst du halt gucken, was du dir halt gibst, ja. Zum Beispiel in der 11. Klasse im Abi zum Beispiel kam ich jetzt in Geschichte eigentlich ganz gut klar, weil ich zum Beispiel das Spiel Civilization halt öfters mal gespielt habe. Da wurden so viele geschichtliche Ereignisse reingesetzt, da konnte ich halt mit, kam ich halt mit durch. Wenn die Spiele dann auch teilweise historisch korrekt dann sind, weißt du? Jo, da war ich auch schon ein bisschen älter. Da sprichst du natürlich genau mit dem Richtigen, was im Sith geht. Ja, ist halt so, wenn das halt, bei den Neueren weiß ich nicht so genau, aber wenn du zum Beispiel, wenn es halt, wenn diese Daten, die sie halt in den Spielen gerne bearbeiten, wenn die halt korrekt sind, dann sind das halt korrekte Daten, dann hat sich da schon jemand, hat da schon jemand recherchiert. So, wir müssen jetzt hier hin, aber ich gebe jetzt erstmal die Nebenquest ab und dann machen wir mit Dingsbums weiter. Mit der Story. Damit wir auch hier ein bisschen Action haben. Also da bin ich halt ganz froh, dass ich mit meiner Großmutti da auf einem Nenner bin. Weil du kannst dir Scheiße reinziehen oder nicht. Das hat aber nichts mit PC und mit Büchern zu tun, sondern es hat was damit zu tun, was du da reinschmeißt. Nee, ich muss ja nach links. So, jetzt wollen wir mal wieder zurück zum Gameplay. Ich bin jetzt dran, dem Typen zu sagen, hier, ich habe alles, was du brauchst. Und dann gehe ich zur
Wie sieht es fortschrittmäßig aus in der Stadt? Wie viel haben wir da jetzt? Bin recht weit. Also 8 von 11, also 62% habe ich. Okay. Bei manchen Sachen komme ich noch nicht dran. Manche Sachen müsste ich noch mal hin und her gehen, aber vielleicht kann ich später noch machen. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf die Stadt. So ist es einfach. Ja, irgendwann ist halt mal... Irgendwann ist zu viel. Hier gibt es doch eine Höhle. Das ist ein Geheimversteck. Die wird aber später aufgemacht. Okay. Zum Beispiel. Deswegen müssen wir auch einfach mal den Fortschritt jetzt mal ein bisschen weiter vorantreiben, dass auch ein paar Gebiete freigeschaltet werden. Und danach können wir dann auch weitermachen. Glaube ich, so war das. So, Nebenquest. Ey, Bubi. Aishun. Der Kram. Hallo, ich habe Y gedrückt. Ah, Lara. Kenti ist gerade zurückgekommen. Angeschlagen, aber lebendig. Freut mich, dass es dir auch gut geht. Die Zisterne ist eine Herausforderung. Schön, dass Quenti es geschafft hat. Aber leider ohne das Amulett des Retters. Meinst du dieses Amulett des Retters? Temps im Auge, Mann. Du hast es gefunden. Das ist unglaublich. Hier. Tja. Ich kann dir nicht genug danken. Wenn Wer Schan weiß, mit dem was da passiert ist. Zurückkehrt, werdet ihr alle geehrt. Du wirst uns doch die Ehre erweisen. Ich hoffe. Ich komme. Wenn ich es schaffe. Gut. Wunderbar. Was war das jetzt gerade für ein kleiner Grafikfehler? So, im Hintergrund blubbert's. So, ich gehe jetzt nach rechts und mache einfach mal mit der Story weiter. Ich habe wahrscheinlich noch ein paar Punkte. Ich müsste mal an einem Lagerfeuer mich mal abchecken, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich will jetzt mal ein bisschen Action haben. Jetzt geht auch die Action wieder los. Finde ich gut, dass du so viel, so viel Geduld hattest, lieber Justin. Bei dem Mr. Pommes General erwarte ich das einfach aufgrund des Alters. Aber ich sag mal so, mit 17 ist es dann, 17, 18 ist es dann schon immer noch ein bisschen anders. So, jetzt ist das Ding hier offen. Das war ja vorher nicht der Fall. Endlich da. Jo. Der Bergtempel. Oh, 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 nicht fallen, Lara, nicht fallen. Und jetzt halte ich ab. Ich muss vorsichtig sein. Ja, ich weiß, Lara. Jetzt sind wir in der Höhle des Löwen. Jetzt geht auch ein bisschen Action los. Jetzt siehst du auch schon, dass er die Waffen rausholt. Yeah. Aber ich bleib bei Pfeil und Bogen. Ist halt so, ich weiß noch nicht warum. Ich mag das einfach. Ja, die Knarre, die sie hat, ist schon geil. Aber ich bin da, bei Tomb Raider war ich auch eigentlich, ich habe, glaube ich, nur Sneaky gespielt. Ich habe bei dem ersten Tomb Raider, glaube ich, wirklich nur Sneaky gespielt. Also immer, wenn es ging. Ja. Nur Sneaky. Was einfach das, dieses Gefühl, wenn du Sneaky einem mit einem Pfeil in den Kopf schießt, ist einfach nur geil. Das klingt extrem sadistisch und ein bisschen krank, aber einfach nur geil. Hey. Sieht natürlich keiner. Ich bin drin. Honorato ist eben mit Hakan aufgebrochen. Sie ist bereit, sobald du das Tor öffnest. Neues Basislager entdeckt. Ah, ja, Bergtempel. Ein Basislager entdeckt. 100%. Easy. So, Fertigkeitspunkte. Wie viel habe ich denn? 2. Ich brauche... Nee, ich habe 4. Super. Anmut, meine Fenster zu machen, wird kalt. Anmut der Krähe. Wunderbar. Kann ich mich jetzt endlich mal umziehen? Nee, kann ich nicht. Ach, ist doch scheiße. Super. Oh. So, hier ist noch ein bisschen Money. Hier ist noch Loot. Hier sind noch... Oh, Scheiße, jetzt liegen meine Ricolas im Auto. Tja.
Wer es nicht im Kopf hat, hat es in den Beinen. So hat mein Lehrmeister immer gesagt, woran du nicht denkst, musst du halt holen. So, hier gibt es glaube ich auch nicht viel zu entdecken. Hier bist du echt einmal durch und fertig. Ja gut, gibst du aber in die Karte anmachst, zeigt es auch an, wie viel Prozent du von dem jeweiligen Abschnitt hast, oder? Bitte? Oder zählt es noch zu der Stadt? Nee, das ist ein extra Dingsbums. Wie du schon in der Map gesehen hast, musst du nur ein Lagerfeuer entdecken und schon habe ich 100% abgeschlossen. Das ist jetzt der Bergtempel. Wo ist es ein Feind? Oh ja. Bleib mal Kopfschuss. Die haben aber so einen scheiß Helm auf. Jetzt geht's nicht. Boah, schöner Schuss. Der richtigen Spur. Aber der hat ja mit irgendjemand geredet, oder? Ja, der ist aber glaube ich schon weg. Aber das heißt ja dann, dass da noch einer ist. Naja, hier gibt's noch ein paar. Vorsicht. Keramikgefäß. Bleibst du die ganze Nacht wach? Ich versuch's. Aus irgendeinem Grund habe ich heute extrem lange geschlafen. Okay. Ja, ich versuche meinen Körper gerade zu triggern. Einzuschlafen? Nee, wach zu bleiben, weil morgen ist der Super Bowl. Ah, okay. Ja, ich weiß nicht. Ich war gestern, wie lange haben wir gestreamt, Justin? Ich glaube, bis kurz nach 12. Das war soweit auch okay. Dann war ich noch ein Stündchen wach ungefähr. Und dann bin ich halt eingeschlafen. Aber irgendwie habe ich dann... Zwischendurch war ich mal wach irgendwie oder was weiß ich, so richtig ändern kann ich mich nicht dran. Hier bin und ich wohl richtig. Hab dann auch, ja, als ich dann wach geworden war, war es auf einmal 17 Uhr. Okay. Ich denk mir so, what? Ja, so lange schlafen komme ich mittlerweile gar nicht mich klar. Da ärgere ich mich extrem, dass der Tag dann schon rum ist und so. Also yep. Ich bin mittlerweile auch jemand... Deswegen versuche ich jetzt lach zu bleiben, dass ich morgen irgendwie es schaffe. Also ich stehe am freien Tag oder so auch gern mal um 9 auf oder so. Also diese bis um 12 Uhr in Bettliegerei, das ist gar nicht mehr mein Ding. So, Kopfschuss konnte ich jetzt nicht machen, aber die haben diese Helme auf. Da ist das Tor, das ich öffnen muss. Der ist ja umgefallen, ne? Ah, der hat mich entdeckt. Was ist der Unterschied, ob die rot angezeigt werden oder gelb? Rot ist, wenn die Sichtkontakt haben. Okay. Die haben auch natürlich zwei Hits, die Lara's down. Also das ist halt so, wenn du deinen Überlebensinstinkt anders, sind gelb die Gegner, die du klatschen kannst. Rot sind die, sind Gegner, wenn der umfällt, merkt das jemand. Ah, okay. Ja, hast du normale Knarren, oder? Ja. Er hat jetzt gemerkt, dass da was ist, aber... Er hat mich nicht gesehen. Wir sind jetzt alarmiert, das war es aber auch schon. Na gut, ich war auch alarmiert, wenn bei meinem Kollegen plötzlich ein Pfeil im Kopf steckt. Ich warte jetzt, bis die sich wieder beruhigen. Sieht er mich oder nicht? Er hat mich entdeckt. Scheiße! Das wollte ich eigentlich vermeiden. Nee, Pfeil und ein Schlag mit dem Schwert und dann ist die Olle down. Puh! Das ist das Tor, das ich öffnen muss. Gut. Oh, Imperator Rome. Auch cool. So, verschleimen wir uns mal. Komm, das finde ich hier geil. Das hatten sie im vorherigen nicht, dass du dich mit der, dass du eins mit der Wand wirst. Man
Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?